Ja, hi liebe Leute, jetzt wollte ich mal eine kleine Zwischeneinlage machen. Das hätte ich eigentlich bei 750 Kilometern schon machen sollen. Und zwar vergisst es nicht, wenn ihr das Fischer EM 1723 oder auch andere Bikes neu kauft, den Vorbau nachziehen. Bei 750 Kilometern ist mir der Vorbau locker geworden. Und ist eine uncoole Sache, weil wenn man irgendwie bergauf fahren möchte, möchte den Lenker dann zum Hang drehen, dann fährt man geradeaus weiter. Ganz schlechte Angelegenheit. Also das muss unbedingt fest sein. Also Vorbau anziehen. Und was auch immer gern locker wird hier an dem Fahrrad, ist hinten der Ständer, der Fahrradständer. Und zwar die zwei Schrauben. Die zwei werden auch immer gerne locker. Und der fängt dann auch ein bisschen zum Vibrieren an. Und ich habe bei dem Fahrrad auch schon kleine Vibrationen festgestellt. Das kommt wahrscheinlich vom Elektroantrieb, aber die Vibration ist immer vorne so ein bisschen am Lenkervorbau. Da hört man es immer so komisches. Ja, ist halt so ein kleines Motorgeräusch. Es geht halt bis hier durch anscheinend, weil der Vorbau alle 600-700 Kilometer immer locker wird. Also den sollte man regelmäßig nachziehen, ganz wichtig. Gell? Okay, mehr gibt es da nicht, sonst habe ich nichts zu bemängeln. Bis jetzt alles noch super Zustand. Das Tretlager ist auch noch bombenfest. Die Reifen sind noch bombenfest. Ja, Sattelstange hat auch alles überlebt. Und ich bin jetzt schon viel im Gelände auch unterwegs gewesen. Natürlich, jetzt bin ich kein Downhill am Berg gefahren. Also das mache ich natürlich nicht. Da brauchst du ein Downhill-Bike mit Full Suspension. Da fehlt halt hinten die Federung. Da könntest du sogar mal richtig die Berge runterheizen. Aber das Bike ist halt echt am besten im Wald, auf Stein, auf Matsch. Und ich denke mal, im Schnee kann man auch gut fahren. Sand fährt sich auch ja nicht so unbedingt. Im Sand muss man dann ganz schön reintreten, weil dann sind die breiten Reifen nicht unbedingt ja, förderlich. Na, ist nicht unbedingt förderlich. Also, ja, Berg runterheizen ist das falsch. Da kauft euch lieber eins, mit voll, also das voll gefedert ist. Weil ich denke mal, wenn man da Downhill fahren würde, würde hier wahrscheinlich die Akkuhalterung rausbrechen oder der Akku irgendwie raus. Ich schätze mal, unten würde es wahrscheinlich durchbrechen. Sei denn, man tut es mit einem Expander vielleicht noch irgendwie hier einen Expander drauf machen, dass es vielleicht besser hält. Aber ich würde, wie gesagt, kein Downhill mit dem Fahrrad fahren. Und ja, mit großen Wurzeln tut es sich natürlich auch schwer, weil keine Federung hinten drin ist. Also da flippt halt hinten dann der Reifen ganz schön nach. Kann man zwar mit dem Reifendruck ausgleichen, aber wer macht das schon jedes Mal, Reifendruck hoch, dann wieder nieder. Ich habe da jetzt immer 1,5 bis 1,7 Bar drin, recht bequem zum Fahren. Natürlich ist Kilometer nicht ganz so viel, umso härter der Reifen, umso mehr Kilometer geht es natürlich. Aber ansonsten bin ich echt noch super zufrieden, also es war kein Fehlkauf, super, echt geiles Bike, hab's gut gemacht. Ja genau, halt das eine, was noch ein bisschen schlecht ist, das könnte ich euch auch noch zeigen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Muss ich mal hier runter gehen. Und zwar seht ihr den Abstand hier? Da den Abstand dazwischen, der ist so knapp und da geht die Gangschaltung entlang. Also das Seil von der Gangschaltung geht da entlang und es ist sehr knapp bemessen, finde ich, dass da das Pedal vorbeiführt. Das ist ein bisschen, was mich ein bisschen aufregt. Das hätte man anders führen können. Aber natürlich bis jetzt noch keine Probleme damit. Ja, und was man auch noch machen sollte, genau, ich habe jetzt zweimal mittlerweile schon hinten ein Fahrradfett für die, also Fahrradkette, ein Fett, ein Spray gekauft. Und hier hinten mal den Kranz gesprayt, die Kette mal ein bisschen sauber gemacht und dann auch die Kette gefettet. Jetzt läuft es wieder super ruhig und ja, passt alles. Ja, mir gibt es da gar nichts zum Auflabern. Ich wünsche euch was, gell? Ich fahre jetzt hier weiter wieder im Wald. Also, habt Ehre, pfiat's euch, ciao.